Ja, hallo. Wir sind eine relativ große Gruppe, denn wir haben ein relativ großes Projekt auch gestartet. Wir dürfen euch das virtuelle Code Museum vorstellen. Jetzt muss ich auch leider abspecken, weil es sind einige, viele Namen. Dabei waren der Christopher, der Noah, die Li, die Lu, Mitya, Julia, der, die Melli, und ich, Jonas. Genau, lass die nächste Folie machen. Genau, wir schauen uns einmal kurz an, was unsere Idee war, was wir hergenommen haben an Daten und unseren Technologien. Wollen natürlich unser Prototyp auch einmal vorzeigen und noch einen kurzen Ausblick geben, was wir uns gedacht haben, was man damit noch machen kann. Genau, unsere Idee war primär, da wir jetzt in Zeiten von Corona sehr schwere Möglichkeiten hatten, irgendwie irgendwelche Museen zu besuchen, dachten wir, wir wollen ein virtuelles Museum machen, eine virtuelle 3D-Galerie. Wir dachten uns, Code and Culture, was wäre das Beste, was man ausstellen könnte? Das wäre Code. Denn Code kann nicht nur einfach ein Text sein, sondern ist die Basis, dass hier dieser Rechner läuft oder dass dieser Beamer hier dieses Bild projiziert. Es kann aber auch schön sein. Code kann Kunst sein. Das werden wir euch danach auch zeigen, was wir damit meinen. Und wir wollen natürlich auch, weil Code für jedermann ist und für jedermann sein soll, dieses Museum auch für jeden gestaltbar machen. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Eine Gruppe, da war ich mit dabei, mit Noah. Wir haben die Recherche gestartet und ja, unsere Informationen größtenteils aus Artikeln und selbst auch aus dem Quellcode rausgezogen und auch mal nach historischen Codeabschnitten geschaut, die im Endeffekt so diese Basis für das, was wir heute haben, was wir hier hernehmen können, abbilden. Genau, ich bin der Noah. Wir haben uns dann auch als vorgenommen, Code als Kunst. Deswegen sieht man hier über mir das farbige Bild, sieht aus wie ein Kunstwerk, ist aber eigentlich Code. Dann haben wir auch noch nach vielen kuriosen Programmiersprachen gesucht und haben unser eigenes kleines Kunstwerk gecodet. Das ist nämlich so ein kleines Kreispanel. Hallo, okay, es funktioniert. Dann kommen wir zum Backend. Ich war teilweise dafür zuständig und ich habe mit Flask einen Server gemacht, der dann die Endpoints an das Frontend geschickt hat. Und ja, Flask ist eigentlich nur ein Python-Framework, das dir erlaubt, APIs zu machen. Ich bin Mitya. Ich war ebenfalls fürs Backend zuständig. Was wollten wir überhaupt mit dem Backend machen? Also wofür haben wir das Backend? Wir haben ja Code in unserer Galerie und wollen diese irgendwie ausführen und diesen Code, die Ausgabe in der Galerie auch anzeigen. Dafür senden wir an das Backend den Code von einem bestimmten Kunstwerk. Das Backend nimmt diesen Code und führt ihn in Docker aus. Docker ist eine Software, die Container bereitstellt, in denen man abgekapselt den Code ausführen kann. Wir nehmen dann die Ausgabe und schicken diese dann wieder zurück, damit man diese in der Galerie sehen kann. Genau, da mussten wir uns noch darum kümmern, wie genau wir es schaffen, dass wir diesen Code zu einer Ausgabe machen. Da haben wir als Beispiel zur Code-Visualisierung haben wir Code genommen, der in der Konsole Zeichen ausdruckt und dadurch eine Animation erstellt. Und daraus haben wir dann diesen coolen, sich drehenden Donut-GIF erstellt. Aber der Originalcode ist nicht von uns. Genau. Ich bin der Konstantin. Ich war teilweise für das Frontend zuständig. Das Frontend, dazu zählt die Webseite und auch ein paar Medien, Multimedia-Dateien. Und genau, ich habe halt eine Webseite in HTML und CSS kreiert. Genau, also ja, und ich habe auch ein Video zusammen mit der Lee erstellt. Genau. Lee hat es animiert und ich habe dann noch mit FreeTTS das Audio drunter gelegt. Genau. Und auch die Präsentation habe ich teilweise mitgeholfen, nämlich ich habe das Design geliefert. Genau. Hi, ich bin Lee.
Ich habe einen 3D-Rahmen, wo das Endprodukt, also die Kunstwerke, dann ausgestellt werden können, habe ich designt. Und ich habe auch ein bisschen bei dem 3D-Raum mitgeholfen. Ja, ich bin Christopher und der 3D-Raum wurde eben schon angesprochen und den habe ich hauptsächlich umgesetzt zusammen mit Lee. Und es ging eigentlich darum, dass man 3D durch ein virtuelles Museum navigieren kann. Und dafür haben wir Tree.js verwendet, das ist eine Game Engine und die läuft im Browser. Somit wollten wir garantieren, dass auch jeder Mann in unser Museum kann. So, kommen wir jetzt zu der Preview. Da wir uns alle aufgeteilt haben in kleine Gruppen, zeigen wir euch das in einzelnen Teilen. Kommen wir erstmal zum Backend. Das Backend, wie gesagt, das nimmt eben den Code und macht die Ausgaben. Und hier haben wir zwei Beispiele, die eben theoretisch in einer Galerie angezeigt werden könnten. Hier haben wir einmal den Donut und ein Hello World. Genau, hier sind wir auf der Webseite unseres Projektes, die ist auch tatsächlich online. Genau, also man kann sich dort auch nochmal durchlesen, was das denn eigentlich ist, dieses Code-Museum. Und unten gibt es auch ein paar Screenshots, die sieht man jetzt nicht, aber auf der eigentlichen Webseite sieht man dann auch noch ein paar Screenshots von unserem Projekt. Dann kommen wir hier zu einem Erklärvideo, genau das kann man sich nämlich auch anschauen. Das ist das Video, das die Lee zusammen mit mir erstellt hat. Genau, und drunter kann man sich nochmal die Namen von jedem aus unserem Team anschauen. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Genau, und da habe ich auch noch dazu geschrieben, wer was gemacht hat. Genau. Ja, ich wollte euch ganz kurz noch unser Frontend zeigen, wenn du einmal nach links schaust. Genau, vielleicht kommt euch das bekannt vor, das ist der Donut-Code. Man sieht es jetzt nicht ganz, bisschen im falschen Winkel, aber man kann jetzt auch draufklicken und sich die Informationen dazu abrufen. Man sieht, hier ist das der Output von dem Code und eine kleine Beschreibung dazu. Das ist, kann man natürlich vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, aber die Zeit war einfach knapp. Wir haben auch noch einen zweiten Raum, wo wir dann zum Beispiel Kunstwerke ausstellen könnten. Das ist zum Beispiel das Kreispendel, das erwähnt wurde. Und hier sieht man den ersten Telegraph. Genau. Kommen wir zum Ausblick. Da JugendHack ja leider nur übers Wochenende geht, haben wir es natürlich nicht geschafft, komplett das Projekt fertigzustellen. Deswegen gibt es noch einige Lücken. Zum Beispiel wollen wir in der Zukunft noch die eigenen Ausstellungsräume für Nutzer ermöglichen, dass jeder Nutzer einen eigenen Raum, also eine eigene Galerie erstellen kann. Wir wollen mehrgeschichtliche Fakten und Codes integrieren und eben einfach das Ganze aufhübschen und den Code aufräumen. Und ja. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Code-Museum hat euch so ein bisschen inspiriert, dass Code auch anders sein kann. Wir wollen uns vor allem bei unseren Mentorinnen bedanken. Das war nämlich eine sehr große Gruppe mit sehr vielen Mentoren, die sehr viel mit uns machen müssen. Deswegen herzlichen Dank und natürlich auch ans JugendHackt-Orga-Team. Applaus für das virtuelle Code-Museum. Jonas, bleib doch noch mal ganz kurz da. Zwei wichtige Fragen habe ich noch. Erstens, wann macht das Museum auf und ist am Sonntag der Eintritt frei? Es ist jetzt schon offen, leider nur bei uns, aber... Frage Nummer zwei, wo findet man es denn? Noch bisher bei uns, aber es scheint anscheinend Interesse da zu sein, deswegen können wir das auf GitHub bestimmt irgendwo hochladen und für jeden zugänglich machen. Vielen Dank euch, nochmal ein Applaus und runter von der Bühne. Da sind ja noch drei andere Projekte, für die wir hier Platz machen wollen.